erste Halbzeit gespielt haben, das war für mich vom anderen Stern. Wir haben gegen eine Mannschaft gespielt, wo wir eigentlich ganz klare Außenseiter sind, die uns, glaube ich, die ganzen Experten auch gesagt haben, entweder kriegen wir richtig an auf die Schnauze oder ja, wir haben das Gegenteil bewiesen und das macht mich besonders stolz, einfach Teil der Truppe zu sein. Es gibt immer mal Spiele, es gibt immer mal Tage, wo man Bayern ja, vielleicht auch mal Punkte abknöpfen kann. Und ich habe unserer Mannschaft gesagt, warum soll nicht heute dieser Tag sein? Es gibt immer kleinere Mannschaften, die mal Punkte holen. Und ich habe gesagt, ich möchte es nicht anderen Mannschaften überlassen, sondern wir können heute dafür sorgen, dass wir es machen. Und wir haben das sehr, sehr gut umgesetzt. Wie werden Sie den Sieg feiern? Ja, bis 3 Bier vielleicht. Ja, 3 Punkte, 3 Bier. Jegliche Tugend, über die man gern spricht, haben wir vermissen lassen. Also was Zweikampfführung angeht, was vor allem auch Mentalität angeht. Ich meine, man kann ja mal ein Tor oder zwei bekommen, aber dass man dann innerhalb von so kurzer Zeit 4 Gegentreffer bekommt und das nicht zum ersten Mal in dieser Saison, da müssen wir uns schon langsam mal hinterfragen und uns auch die Frage stellen, ob das die Mentalität ist, die wir zeigen wollen. Wir haben gestern kein gutes Abschlusstraining gehabt und wir sind schon ein Spitzenteam, aber offensichtlich können wir es nicht hin, dass sehr viele Spieler dann den Schalter auch umlegen können. Das darf uns nicht passieren. Im Grunde genommen ist jetzt heute zum Glück nicht so viel passiert, weil wir ein paar Punkte vorstellen.